Hello. Wir spielen Bioshock. Ja, eins tatsächlich, ich sage jetzt mal so, das war das Spiel, was mich dann auch zu meine Liebe für auch Fallout und so nochmal neu entwickelt hat, zu Fallout 3 und sowas, weil ich das Setting geil finde und ich mag das Spiel und wir spielen jetzt das Spiel. Das ist die Remastered, glaube ich, oder Reforged? Ich weiß es nicht. Schalte den Helligkeitsregler so ein, dass der dunkle Box gerade noch vom schwarzen Untergrund abhebt. Was für eine Box. Ja, gut. Geschritten. Ja. Natürlich können Ryans Jungs das Labor vor Hackern schützen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es nicht hacken werden. Mitte des Atlantik. Oh, es ist so schön. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten Would you recht. not? Ach, es ist so toll. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Wie ein Kind. Ach ja. Der Rotor. Alligator! Da sind wir. Nach dem Flugzeugabsturz. Gerade noch so überlebt. Ja. Und mitten im Ozean steht auf einmal ein Turm da. Was ist denn das für ein Turm? Guckt euch an. Wie es langsam untergeht. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich, Andrew Ryan? Tja, der Andrew. So. Sind wir hier? Service Radio. Jawohl. Oh. Fire at your fingertips. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet?
Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Daddy, ein Wal. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapier das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Yeah. Ich frage mich ja immer, ihr seht ja gleich, wie die Stadt aussieht, ja? Aber ich frage mich ja immer, ob es da Teile noch gibt, ja? Die noch bewohnt sind. Ich würde mich so freuen. Ist ja. Ah! Nur eine Minute noch. Das ist ein richtig geiles Game wieder. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Ist das jemand Neues? Bist du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Wärst du so freundlich, das Funkgerät dazu nehmen? Jawohl! Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Ich hab grad was zu lesen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Hier konnte ich gerade was lesen. Ach, das da wahrscheinlich. Die großen Ketten werden von uns retten. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Vita Chamber. Aber wie das hier aussieht, das ist so toll. Okay. Nur noch ein bisschen näher, da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Was steht da? Rain besitzt uns nicht. Wird schon alles klappen. Wart's nur ab.
Chuck, zieh ducken, jawohl. Okay. Ey, ey, ey. So. Essen. Essen. Erstmal wieder heilen. Türsteuerung ist kaputt. Hier kommen die Koffer runter. Ups. So. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Rapture, 5. November 1946. Plasmide! Gatherings Garden. Electrobolt. Jagt ihr das nicht einfach so rein, ohne zu fragen? Ah. Ich würde da nie auf die Idee kommen. Bleib ruhig, dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Das Unterbauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir noch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Okay. So, wir haben jetzt Blitz. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Und noch eine Eve-Spritze. Ist hier noch was? Ups. Chips. Chips, jetzt sind wir dann auch gleich wieder voll geheilt. Zack. Oh. Ah. Oh. Okay. Eine Spritze, leer. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch.
Nein! One, two, punch! Alter, Rapture ist tot, sagt die Leiche. Ich bin kein schlimmer Finger! Ich wollte Kreativität, Unabhängigkeit, Handel, Individualismus. Haben wir hier noch Sprite? Freiheit und Vorherrschaft. So. Fahren wir mit dem Aufzug da nach oben. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Geh zu Neptunes Bounty. Kette. Liebe Erinnerung. Das Mede haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Ah. Das war jetzt kein richtiges Baby, sondern eine Waffe. Und zum Maskenball gehen wir aber erst in der nächsten Folge, Leute. Also, haut rein. Tschüss.